What's up, People? Sonntag 16 Uhr. Willkommen zu einem Video. Und heute Location Wechsel. Ist jetzt einfach nur woanders. Außerdem heute ein etwas anderes Video. Ihr habt es wahrscheinlich schon im Titel gesehen. Wir vergleichen heute Caps Hotel gegen normales Hotel. Weil ich war letztens in Berlin und ich dachte mir so, let's do both and compare them. Ich dachte, wir nutzen gleich die Chance aus, ein Caps Hotel auszuprobieren hier in Deutschland. Why not? Das sind so meine Experience, wie es so war in Berlin. Ich war eine Nacht im Caps Hotel und zwei Nächte im normalen Hotel. Fangen wir einfach mal an mit dem Caps Hotel. Also ein Caps Hotel müsst ihr euch so vorstellen, wie der Name schon sagt, in einer Kapsel schläft. Die Kapsel ist mehr spacious als erwartet. Also ich mache jetzt so Pro und Contra, was ich an der Caps Hotel mag und was ich an dem Caps Hotel nicht mag. Generell könnt ihr sehen, das Caps Hotel hier war schon etwas Basie, war so ein Theme. Das ist schon ganz cool. Ist quasi so eine Experience, die ihr quasi macht. Okay, das Grundschlaggebendste bei einem Caps Hotel, ich bin ehrlich zu euch, würde ich sagen, ist der Preis. Es ist zwar etwas teurer als ein Hostel, ist aber allerdings günstiger als ein Hotel. Aber der Unterschied zwischen einem Hostel und einem Caps Hotel ist halt allerdings, bei einem Hostel müsst ihr euch halt voll auf dem Zimmer teilen mit 6, 8 verschiedenen Leuten. Ist nicht so meins. Geil an einem Caps Hotel ist halt allerdings, dass ihr alleine seid. Also ihr habt eure eigene Kapsel, ihr habt quasi Privatsphäre, so privat ist es allerdings auch nicht, aber ihr habt schon so eine Art Privatsphäre, was ganz nice ist. Falls ihr so alleine unterwegs seid, ist Caps Hotel an sich keine schlechte Lösung. Check-in, Check-out ging super schnell. Und das Gute halt an dem Caps Hotel jetzt, wo ich war in Berlin, es war in einer schon relativ guten Lage. Ich war so schnell am Alexanderplatz. Ja, gute Lage, ne? Ich kenne mich in Berlin leider gar nicht so aus, aber es war schon recht zentral und an sich auch relativ günstig. Ich habe für ein Zimmer 36 Euro gezahlt die Nacht. Würde ich sagen, ist in Ordnung. Falls ihr das mögt, dass es dunkel ist, ist halt schon recht dunkel, weil ihr seid in der Kapsel, es gibt quasi kein Tageslicht. Manche können damit besser schlafen, manche können damit nicht besser schlafen. Nebendran sind halt überall andere Leute. Aber die Kapseln sind schon relativ dicht, also ich habe vor Ort niemanden gehört. Und ich hoffe, die Leute haben mich auch nicht gehört. Aber man nimmt automatisch auch ein bisschen Rücksicht auf die anderen, also ist man auch nicht super, super laut. Aber es gibt im Caps Hotel einige Kontradinge, meiner Meinung nach. Ich finde, das größte Manko an einem Caps Hotel ist halt, wenn man die ganze Zeit zu seinem Schließfach gehen muss, um irgendwelche Sachen rauszuholen, die man vielleicht vergessen hat rauszuholen. Das ist halt auch ein bisschen nervig. Wenn ihr halt nur mit dem Rucksack reist und den Rucksack mit in die Kabine nimmt, dann easy. Aber wenn ihr einen Koffer habt und müsst ihr jedes Mal zum Koffer ländern und irgendwas rausholen und dann wieder den Schließfach zumachen, kann ehrlich gesagt schon ein bisschen nerven. Aber es ist so Meckern auf hohem Niveau. Wobei, ist es ja eigentlich nicht, das musst du ja trotzdem immer machen. War ein bisschen nervig. Außerdem habt ihr ja auch keine eigene Toilette, kein eigenes Badezimmer. Das teilt ihr euch mit anderen Leuten. Aber es war allerdings schon sehr sauber. Ihr hattet quasi so 8 Badezimmer, die alle gleich waren mit Dusche, Toilette, Waschbecken, Stani. Was ein ultra großes Manko meiner Meinung nach war. In den Kapseln waren nur USB-Stecker, also keine Steckdose, kein USB-C. Konnte meine Kamera nicht aufladen, das war ein bisschen... Zum Glück war ich nur eine Nacht da. Wisst ihr, was ich meine? Also das fehlt auf jeden Fall, würde ich behaupten. Außerdem fand ich es dort auch ein bisschen kalt. Ich bin aber halt auch eine Ultra-Frostbeule, deswegen kann man das sehen, wie man möchte. Aber ich fand es schon ein bisschen kalt. Und halt noch ein großes Manko, meiner Meinung nach, dass man nur ein Handtuch bekommt. Mein Problem ist einfach, ich kenne halt Kapselhotels aus Japan. Und Kapselhotels in Japan haben halt einen anderen, komplett anderen Purpose als wahrscheinlich das Kapselhotel hier in Deutschland. Deswegen kann ich es nicht ganz vergleichen, aber ich sag's euch trotzdem. Caps Hotels in Japan entstanden halt aus dem Grund, weil falls ihr in Japan seid, nachts oder irgendwo und eure letzte Bahn verpasst, in Japan gibt es, so modern Japan auch ist, gibt es einfach keine Nachtbusse, was ein bisschen nervig ist. Du holst entweder Taxi nach Hause, wartest auf die erste Bahn oder du gehst halt ins Caps Hotel. Und die Caps Hotels gibt es halt in schon jeder Ecke, in Tokio zumindest. Das Geile an den Caps Hotels ist halt, dass sie für dich alles vorbereiten, weil du gehst quasi aus Pech, gehst du quasi hin, weil du gerade deine letzte Bahn verpasst hast, sozusagen. Da kriegst du so ein Goodiebag. Da sind Hausschuhe drin, Handtuch, Zahnbürste, Schlafanzug. Es ist quasi für euch gesorgt, dass ihr einfach dort in Ruhe schlafen könnt, auch wenn ihr nichts dabei habt. Was ja eigentlich auch voll geil ist. Stellt euch vor, ihr geht irgendwo feiern und könnt danach einfach so in ein Caps-Hotel so crashen, statt irgendwie 4 Uhr morgens auf eure nächste Bahn zu warten.
hat ja auch irgendwo was Geiles, oder? Das gab es hier halt nicht. Es gab nicht mal einen Föhn. Vielleicht bin ich zu picky, aber weil es so Gemeinschaftsduschen gab, gibt es auch keine so Hausschuhe, Badeschuhe. Falls man mit dem Rucksack reist, nimmt man auch keine Badeschuhe mit. Also es ist wirklich so, meckern auf hohem Niveau, würde ich mal sagen. Aber so overall finde ich Capsule-Hotel gar nicht so schlecht. Im Vergleich zu dem Capsule-Hotel habe ich mir natürlich auch ein Hotel geholt für 2 Tage lang. Ich wollte auch nicht irgendwie ausrasten und so ultra das teure Hotel holen und vergleichen. Ich habe mir einfach preislich eher ein nächst günstigeres Hotel geholt. Cause I'm a broke ass bitch. Und ich wollte nicht so viel Geld für Unterkunft ausgeben. Mein Hotel hat 52 Euro die Nacht gekostet. Das ist zwar teurer, aber falls ihr zu zweit reist, ich war halt alleine. Zu zweit hatte ein Zimmer genauso viel kostet. Also wäre das zu zweit, war sie günstiger. Pro ist halt an dem Hotel, ihr habt ein eigenes Zimmer, ihr habt ein eigenes Bad, ihr habt ein großes Bett, ihr habt auch Tageslicht im Vergleich zu einem Capsule-Hotel. Also ich persönlich habe sowieso nie Jalousien und ich wache immer mit Tageslicht am liebsten auf. Deswegen mochte ich das im Hotel ein bisschen mehr. Natürlich fallen so Sachen wie die ganze Zeit zum Spind laufen, könnt euch ja im Hotel halt breit machen. Auch so extra Sachen wie Föhn, Duschgel, Shampoo, so Geschichten, Steckdosen, Fernseher, war alles halt mäßig im Hotel dabei. Außerdem kann man sich im Hotel meiner Meinung nach viel besser so ausbreiten und zurückziehen und erholen. Die Tage in Berlin war ich auch nicht durchgehend die ganze Zeit draußen. Ich war dann irgendwann auch kurz im Hotel, habe ein bisschen alles auf mich sacken lassen, kurz erholt, bevor ich dann wieder rausgegangen bin. Das ist im Hotel eher möglich als im Capsule-Hotel, würde ich sagen. Und ich musste ein paar Videos editen, also war das viel angenehmer im Hotel als in der Kapsel. Allerdings war halt das Hotel auch ein bisschen weiter weg. Aber ich fand, das war voll in Ordnung. Und es ist halt wirklich Pain, dass man alleine quasi so viel zahlt wie zu zweit. Ich hatte sogar ein 4-Bettzimmer, also hätten wir auch zu 4 drin schlafen können. Wisst ihr, was ich meine? Also preislich, wenn man natürlich alleine reist, ist das Hotel besser. Aber wenn man zu zweit ist, würde ich auf jeden Fall ins Hotel gehen. Bars, so mit Pro und Contra generell, war das Hotel auch recht sauber. Also ich habe nichts zu beschweren. Contra ist halt wirklich, dass es einfach, wenn du alleine reist, etwas teurer ist. Overall, so fazitmäßig, finde ich, ein Capsule-Hotel kann man auf jeden Fall mal machen. So als Experience. Es hat mir auch in Japan, mochte ich das auch voll. Allerdings würde ich nicht länger als 1 oder maximal 2 Nächte dort verbringen, aber eher nur 1 Nacht. Also ich war schon froh, dass ich die nächsten 2 Tage im Hotel verbracht habe. So ist es nicht. Hotel war gut. Punkt. Wie gesagt, ich habe mir halt kein fancy Hotel irgendwie ausgesucht, weil für mich war das einfach Hauptsache, ich habe eine relativ günstige Unterkunft. War sauber, hatte alle seine Sachen. Ich hatte auf jeden Fall nichts zu beschweren, außer dass es ein bisschen weiter weg ist. Das war es dann auch schon von dem Video für heute. Ich hoffe, ihr konntet irgendwie so Einblicke in ein Capsule-Hotel und ein normales Hotel geben. Ich persönlich würde eher ins normale Hotel gehen. Aber für eine Nacht so als Experience oder wenn man gerade nur mit dem Rucksack unterwegs ist, kann man schon ins Capsule-Hotel gehen. Hat schon Spaß gemacht. Ist auch cool, kann man Videos machen, kann man Stories machen. Das nächste Mal kommt wahrscheinlich quasi mein Vlog dazu. Ich habe auch schon ewig nicht mehr gevloggt. Wir sehen uns aber vorerst am Mittwoch wieder zum Mukbang Mittwoch. Ich wünsche euch noch eine schöne Woche und danke fürs Anschalten. Wir sehen uns.